Thema: Panzerpuff, Gotthardstuss, Wolfsabschuss. Live bei uns im Folium der Gabriel Vetter. Und da ist schon nur noch sechs an die geformene Arbeitslose und die Gruppigen fern. Der Dominik Deville. So. Guten Abend. Grüezi. Danke mal. Merci. Hallo, guten Sonntagabend. Live hier bei uns im Folium in Zürich. Und auch daheim in den frühlingshaften warmen Fernsehsessel. Ja, der Frühling ist langsam da, trotzdem sorry. Deville startet heute mal so gar nicht saisonal in die Sendung rein. Ja, schmeckt das auch? Richtig, Spargelsaison hat angefangen. Aber viel Spannendes passiert eben gerade in der Äpfelwelt. Oder besser gesagt bei Apple. Zurzeit entscheidet wirklich das Bundesverwaltungsgericht darüber, ob in der Schweiz das Bild von einem Äpfel zukünftig nur noch vom Tech-Gigant Apple darf genutzt werden. Ich bin schon mal froh, geht es nicht um einen Ananas, ganz ehrlich gesagt. Aber Apple will wirklich Äpfel marktrechtlich schützen lassen. Das ist ein bisschen wie, als würde Windows uns verbieten, Fenster in die Häuser einzubauen. Oder so ein bisschen. Bitte verratet jetzt Nike nicht, dass ihr Logo bei einer Banane aussieht. Das wäre wirklich langsam schlimm. Aber keine Angst. Chancen stehen schlecht für Apple. Das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum hat den Markenschutz für das Äpfelbild teilweise schon mal verweigert. Bravo. Ja, haben wir ein Bild vom Leiter von dem Eidgenössischen Institut. Bravo, Willi. Merci. Logo-Problem auch noch jemand anderes. Ja, haben wir mitbekommen natürlich. Die Post. Schau mal, das neue Postlogo, das das Unternehmen zum 175-Jährigen selber geschenkt hat. Ich weiss nicht, hat man jetzt nicht so an Post erinnert, eher so ein bisschen wie ein Schild am Killenparkplatz, oder? Ein bisschen so. Aber aufpassen, wenn es in Sachen Markenrecht jemanden gibt, der noch härter drauf ist als Apple, dann ist es wirklich unsere Schweizer Post. Haben das gewusst? Mehr als 500 Markenregister hat die Schweizer Post bisher eingegeben. Zum Beispiel der typisch gelbe Farbton darf wirklich nur so von der Post verwendet werden. Ebenso marktrechtlich geschützt der Begriff Postauto an sich. Und sogar Tonfolge CIS-EA ist rechtlich für die Post geschützt. Also eigentlich am Kinski, du, da, do, Postauto singen und so. Kannst du den Laden zutun, bist verschuldet, bis ans Lebensende. Aber sehen wir ehrlich, Post hat sie auch schwer zur Zeit. Ja, es sind ja nicht mehr so die traditionellen Dienste, die Post anbieten muss zur Zeit. Im Augenblick sieht das Postlogo alte noch so aus, ja, erinnert euch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gellet, müsste es ja eigentlich so aussehen. Zalando Retour. Post geht übrigens auch ab am Gotthard. Grosse Aufregung. Ja. Der Urnenkantonsrat fordert mit der Standesinitiative ein digitales Buchungssystem, um dem Gotthardstau entgegenzuwirken. Ich merke gerade, dass ich das erste Mal wirklich das Wort Uri und das Wort digital in einem Satz brauche. Was sagen denn die Urner dazu? Also, soweit ich informiert bin, ist das nicht ein Entscheid der Regierung, sondern, ich sage es auf Deutsch, ein Furz. Ja. Urner, einfach offen für Veränderungen. Wer liebt sie nicht? Aber ehrlich gesagt, ich finde es auch so blöd zu reservieren. Überall musst du aber reservieren. Im Restaurant, Waffenbesuch, Kunstmuseum, Deville-Show reservieren. Organtransplantationen, alles musst du aber reservieren, Monate voraus planen. Ja? Die ganze Spontanität ist einfach weg. Komm, Schatz, los mit dem Gabriolet heute Nacht spontan ans Meer fahren. Oh, hast du einen Slot für einen Gotthard reserviert? Mega unromantisch, oder? Dann komm, reserviert die Plätze am Gotthardtunnel, meiner Meinung nach, nur für Klimajugendliche bitte in Zukunft. Wirklich. Tatsächlich ist laut dem Bundesamt für Strassen so ein Reservationssystem, aber praktisch nicht umsetzbar. Es gibt aber gleich auch Leute in Uri, die das gut finden, unter Vorbehalt. Man darf einfach nicht vergessen, dass das nicht jeder lösen darf, so ein Slot, sondern nur die, die hier übernachten oder die, die hier arbeiten in anderen Mat oder die, die kommen, kann Skifahren. Ja, wer könnte es nicht, man steht im Stau am Gotthard, weil man auf Lugano Skifahren will. Das ist das Problem, ganz klar. Auch entlarvend, was der Herr hier sagt. Ich bin gar nicht dafür, für zu reservieren. Ich habe noch nie Stau gehabt. Ich schaue immer, dass ich durchkomme, wenn kein Stau ist. Ja, ich habe noch nie Stau gehabt. Ich habe noch nie, noch nie. Ihr wisst, was das für Leute sind, oder? Das sind die zuvorderst im Stau, die so langsam fahren. Apropos Stau und so. Seit dieser Woche kann man den brandneuen Führerausweis beim Strassenverkehrsamt endlich bestellen. Schaut mal, da gibt es einen ganz tollen Imagefilm.
Wow, oder? Wahrscheinlich wieder 530'000 Franken kostet das Film. Toll, aber auch mit dieser Musik drunter, so Agenten, Privatdetektiv-mässig, oder? Also ab jetzt ich wirklich immer so mit Sonnenbrille Auto fahre, ja? So. Genau immer die Musik im Auto und wenn dann die Kontrolle kommt. Easy, easy. Schau, da ist mein Ausweis, aber ich bin einer heissen Sache auf der Spur. Ja? Hast du immer mal sagen, beim Autofahren, jetzt endlich möglich mit dem tollen Ausweis. Was ist denn genau neu an dem Fahrausweis? Kann ich mal einen Vergleich haben zum alten? Okay, ja. Jetzt sehe ich, Angela Sample ist wirklich 11 Jahre einfach älter geworden. Das ist wirklich so. Die hat das Originalfoto von der Frau hat man 11 Jahre später genommen. Und auf der Rückseite hat es aber noch das neue, einen QR-Code. Jetzt sind so Daten gespeichert, Name, Geburtsdatum, Ausweisnummern. Also eigentlich all die Sachen, die bei dem Ausweis auch vorher drauf stehen. Aber es ist halt mega praktisch, die Kontrolle, wenn du so offen bist, um es selber abzulesen. Ja, einfach nur abzugeben, ja. Aber mit dem neuen Ausweis tritt auch der alte Fahrausweis in Ruhestand. Und ich meine jetzt den ganz alte, ja. Wer könnte da noch? Der blaue, ja. Warte, ich hätte ein bisschen Leute. Wer könnte noch? Der ganz blaue, ja. Schau mal, das ist früher noch, ja, fälschungssicher ist das früher noch gewesen. Mit krassen Sicherheitsfeatures, wie mega komplizierte Falten hier in der Mitte, ja? Fern, ja? Oh, schau mal, da hat es noch Hanfbrösmeli. So, ich habe von meiner Mutter geklaut, ja? So. Ja, das ist sehr ein emotional aufgeladenes Dokument, von dem man sich auch maximal emotional verabschieden will. Und darum, Schredderurne bitte daher. Danke vielmals. Du bist da noch drin. Ein Bibeli-Flaum noch mal ins Ostern. Gut. Die Ruhemusik bitte. Ja. Lieber Führerausweis, bald geht es für dich in die letzte ganz grosse Kontrolle beim Polizist hier oben. Ach, all die Erinnerungen an die unkomplizierten schönen Zeiten mit dir, wo die Abgase und Klima noch nicht geschafft haben, die AKWs nur in Russland explodiert sind und der Elon Musk nur ein einfacher Sohn von einem Smaragdminenbesitzer war. Für viele bist du nur ein nötiges Dokument gewesen, aber für mich einfach das schönste Origami auf der Welt. Hä? Niemand ist so viel Auto gefahren, obwohl er die ganze Zeit blau war. Hey, haben wir viel Spass zusammen gehabt. Hm? Gerade im Deutschen aussen. Wenn wir haben können sagen, da mein Führerausweis! Aber wir haben auch schwierige Zeiten miteinander durchgemacht. Wie habe ich dich vermisst, als du ja 2 Monate im Entzug warst? Und du warst auch noch hilfreich, im Gegensatz zu deinen Plastikkollegen. In einer Kantrolle konnte man ganz unauffällig noch ein Hundertennötchen zwischen deinen Seiten deponieren und übererreichen. Darum musste es dich, ausgerechnet dich treffen und nicht deine unsympathischen Brüder, der gemeine Marschbefehl. Alle Alkoholfahnen weihen heute Abend auf Halbmast, weil jetzt müssen wir dich wahrscheinlich für immer abgeben. Führerausweis, rest in pieces. Und weg ist er. Aber gut. Irgendwie ist es auch besser, wenn meine Mami noch dran fährt. Ganz ehrlich, für alle. Apropos im Deutschen Aussensein. Der Bersi hat ja Deutschland einen Besuch abgestattet, auch noch diese Woche. Ja, das Mal war es kein Beziehungs-Liebeswochenende im Schwarzwald. Eher das Gegenteil, das Beziehungskrisenwochenende in Berlin. Dann sind wir mal ehrlich, unsere Beziehung mit dem grossen Kanton ist zurzeit ein bisschen ein Off-Off-Beziehung, kann man sagen. Ja? Friends without Benefits sozusagen. Status K, es ist kompliziert. Die Gründe sind klar, gescheiterte EU-Rahmenabkommen, Munitions- und Panzerlieferungen oder eben Nichtlieferungen und die mühsamen Schweizer Einkaufstouristen. Was kaufen Sie? Alles. Lebensmittel, alles außer Technik. Ah, und warum keine Technik? Die Technik ist in der Schweiz günstiger. Ja, klar. Ja? Alles wird gekauft von uns Schweizer, außer Technik. Aber es wird auch nichts verkauft. Ja, schon gar kein Panzer. Genau deswegen hat der Bersi bei Olaf Scholz antreiben und schaut schon mal die frostige Begrüßung. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt Bundespräsident Alain Berset mit militärischen Ehren vor seinem Amtssitz. Mit der Abnahme der Parade ist es dann mit harmonischen Tönen aber vorbei. Die schauen grimmig. Dabei hätte ja der Berse für unsere Neutralität müssen werben. Aber das Gesicht ist ja nicht neutral. Also bitte schön, was ist dem Berse durch den Kopf gegangen? Wahrscheinlich, Militärparade, Provokation wegen Panzer. Aber die grünen Hüte sind schick. Ja? Und der Scholz auf der anderen Seite hat wahrscheinlich so gedacht,
Ah, ich habe ihn mir kleiner vorgestellt, diesen Kassis. Schade, dass die sich nicht verstehen. Sie sind ein quasi Zwilling. Ja, beide haben einen anderen Style, beide sind in einer anderen Partei, beide haben andere Vorlieben für schweres Geld. Der Bärsi hat für Flugzeuge und der Scholz für schöne Panzer. Vorteil bei den Panzern, mit denen kann man sich nicht verfliegen. Aber bei anderen Vorlieben sind sie halt total verschieden. Wo der Scholz gerne so richtig selber mitmachen tut, schaut der Bärsi lieber zu und fingelt an seiner Neutralität um. Und an dieser Neutralität hat sonst gar niemand sonst rumzufingeln. Es ist bei uns einfach so, dass wir ein AGR-Abkommen voll übernommen haben, dass wir das in unsere Gesetze installiert haben. Und wenn die Situation sich so stark ändert, man kann nicht von uns verlangen, dass wir unsere eigenen Gesetze brechen. Nein, Sie dürfen das nicht von uns verlangen. Na ja, so. Bitte nicht, ja. Also was für eine Forderung, Unverschämtheit, ist ja zum Haar, zum Augenbrauen raufen, ist das, ja. Olaf Scholz hat aber trotzdem noch Hoffnung in die Schweiz. Wir haben die bisherigen Entscheidungen zur Kenntnis genommen und verfolgen die ja sehr lebhafte Debatte in der Schweiz sehr intensiv und hoffen, dass da was passiert. Der nimmt es doch nicht ernst, der nimmt es doch nicht ernst. Hoffen, dass da was... Was hofft er denn, was da bei uns passiert? Ja? Dass das Bataillon Freiheitstriechler richtig Kreml zieht? Oder dass die Schweiz die Ukraine rettet, indem wir das ganze Land einfach zu einer Bank erklären? Nein. Und ein bisschen aber auch tönt es wie eine Drohung, oder? Wir hoffen, dass da was passiert. So ein bisschen mafiamässig. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Bärsi am Morgen in Berlin einen Rosskopf im Bett findet, wenn er aufwacht. Gut, der Bärsi so, Hauptsache nicht allein im Bett. Ah. Auch nicht über unsere Neutralität erfreut diese Woche die USA. Man droht der Schweiz mit Sanktionen. Hart, ja, fertig Raclette-Burger bei McDonalds. Könnte das bedeuten, wirklich? Die USA stört sich daran, dass wir mit den Oligarchenvermögen nicht richtig vorwärts machen. Zwar haben wir bisher 7,5 Milliarden Franken beschlagnahmt, aber laut Bankiervereinigen sollen sich bis zu 200 Milliarden auf irgendwelchen dubiosen Schweizer Konten befinden. Also ich kenne ja nur ein Schweizer Konto, auf dem sich dubiose 200 Milliarden Franken befinden, und das gehört der UBS, ganz klar. Ja. Bisher zum Glück noch von Sanktionen keine Spur, eher im Gegenteil. Immerhin einer von Amerikas Lieblingsexport kommt jetzt auf Zürich, ins Hallenstadion. Haben Sie es mitbekommen? Ex-Präsident Barack Obama kommt. Und ja, Stufe 2500 Franken, ja, gibt sogar ein Meet and Greet mit dem Ex-Präsident. 2500 Franken. Gut, auch Möglichkeit, Oligarchengeld aus der Schweiz abzuzügeln. Das ist noch gescheit. Der Abend im Hallenstadion heisst «An Evening with President Barack Obama». Live in person. Live in person. Das muss man heute auch schreiben, ja, bei all diesen Putin-Doppelgängern und Zelenskys auf Leinwänden und künstlicher Intelligenzen. «An Evening with President Barack Obama» tönt aber auch ein bisschen langweilig in meinen Ohren. Zu wenig fordernd. Wenn es ja vielleicht auch könnte darum gehen, dass da der Schweiz mal ein bisschen die Levite gelesen wird. Also nicht «Switzerland, yes, we can», sondern passender wäre doch «Switzerland, yes, you should!» Endlich einmal, Gottfried Stotz. Aber nicht zu früh alles rausgeben, erst mal Soldaten noch erzählen bei uns, mal schauen, ob wir überhaupt noch etwas zum Rausgeben haben. Weil, ich habe es munkeln gehört, wir würden mehr Soldaten verlieren als die Russen an der Front zurzeit. Zwar nicht wegen dem Widerstand der ukrainischen Armee, sondern wegen den Zivis, den Sauhunden. Ja? Aber ist klar, gehen alle zu den Zivis. Seit man 2009 die Gewissensprüfung für einen Wechsel in den Zivildienst abgeschafft hat, entscheidet sich schon lange nicht mehr, nur linksversiffte Schwul-Vegan-Pazifisten freiwillig 1,5 Mal so viel Dienststärke zu absolvieren. Unterdessen wäre es ja eigentlich angebracht, dass man eine Gewissensprüfung ablegen müsste, wenn man unbedingt ins Militär will. Hm? Aber es ist ja auch einfach toll, so einen Zivildienst zu leisten. Schau mal hier, den Manuel. In den letzten 3 Jahren war es eigentlich die Vorgabe, dass ich einen Zivildienst leisten konnte. Sehr flotte Familie, super, und ich komme sehr gerne wieder. Ja, ist doch schön, oder? Aber was macht der Manuel dort den ganzen Sommer? Ja? Und warum? Für wer? Was macht er dort? Das kostet ja alles. Die Zivis könnten wir viel besser brauchen, sagt der Bund, als billige Arbeitskräfte. Es ist so, dass Zivildienstleister in 2022 bei einer Bundesbehörde 50.500 Dienstage absolviert haben. Oder dass auch Zivis verstehen, das sind immerhin 500.000 Jaspartien. Ja? Zivis beim Bund, was machen die dort? Haben Sie schon mal ein Zivi beim Bund gesehen? Gut, ist echt der Gassis ein Zivi? Ja?
Das würde einiges erklären. Aber der Umstand stößt bei Militärnachreisen der Schweiz bitte auf, unter anderem beim SVP-Nationalrat Mauro Tuina, der sich hier geäussert hat. Gut, der Mauro Tuina, der muss gerade etwas sagen. Er hat ja offensichtlich einen CVB-Auftritt als Porträtzeichner. Schaut mal. Ja? Ist das ein Porträt oder läuft das unter Karikatur? Ich sehe es nicht so richtig. Und was versteckt der Mauro dort hinter den Topfpflanzen? Ja? Wahrscheinlich sein Nationalratszivi des Jahresdiplom, könnt ihr mir vorstellen. So wird das natürlich nicht mit wenigen Zivis. Der Verband Militärische Gesellschaft der Schweiz warnt jetzt von der sogenannten Schattenarmee. Klingt wahnsinnig gut, eine Schattenarmee. Aber das heisst, dass uns bis Ende des Jahrzehnts Soldaten ausgehen. Das wäre ja Horror. Stellt euch mal vor. Kein Militär mehr in der Schweiz. Was würde uns da alles fehlen? Welche in der Deutschschweiz vielleicht? Schnupfkultur? Ja? Militärschocke natürlich. Aber keine Panik, eine Recherche der Republik hat jetzt überraschend herausgefunden, die Schweizer Armee hat offiziell über 11'000 Personen zu viel, die es aufbieten könnten. Fehlende Soldaten sind also ein Märchen, genauso wie die wehrhafte Schweiz an sich. Oder auch ein Märchen wie «Hey, Militärschocke ist im Fall schon noch fein». Nein, ist nicht. Auf Anfrage erklärt VBS den Überschuss mit «Die Überschreitung des Effektivbestandes ist beabsichtigt, vorübergehend und erforderlich». Klar, ist erforderlich. Kein Wunder, Kranke und alte Pflege, Wildheue, Neophyten ausreißen, Kinderhörbchen kochen und den Gassis ersetzen. Zivis können nicht alles machen bei uns. Die ganz wichtigen Sachen soll die Armee schon noch selber reinbringen. Ja? Also, die ganz wichtigen Sachen, Militärschock, ja, Krieg verteilen. Aber klar, ohne Soldaten macht das Offiziersleben auch einfach nur halb so viel Spass. Kompanie, Achtung! Wo sind die anderen? Was meinen Sie, Soldat? Soldat Charlie meint unsere Kameraden, Major. Ah, die, ja. Die sind halt alle... Was ist da das WLAN-Passwort? Kann ich meinen Hund mitnehmen? Wer ist der Feind? Ist es die Regierung? Oder sind es Kommunisten oder die Veganer? Was ist da der Stundenlohn? Ich habe Schlange gesehen und habe gemeint, es ist eine Wohnungsbesichtigung. Also soll das heissen, wir zwei sind noch die Einzigen in der Schweizer Armee? Sie beide sind die Schweizer Armee. Ja! Der ganze Stolz für unsere Landesverteidigung, das Rückgrat für unsere Wehrhaftigkeit. Ihr seid der letzte Mann. Also die letzten beiden Leute, an denen sich unser Feind muss messen. Dank Ihnen beiden wird man auch in 50 Jahren noch wissen, dass die Mobilisierung von wichtigen... Gandhi! Gandhi, pfui! Wo geht der Bus zurück in die Stadt? Können wir mal zusammen brunchen? Ja, mal schauen, wie lange ich es noch aushalte. Kompanie liegen und laden! Schneller, 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 schneller. Soldat Charlie, was ist denn los? Ich habe kein Gewehr. Ja, wir mussten natürlich Materialeinsparungen müssen machen, dann noch die ganzen Waffendiebstahl in unserer Kaserne. Nehmen Sie Armeemesser! Dafür haben wir neue Kampfjets. Ja, toll. Und wer fliegt die? Ine, meine, mu und raus bist du. Ich habe Höhenangst. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 20. 20? Geil. Wann fährt das Flugtraining an? Sobald Flüge da sind, also frühestens in 3 bis 4 Jahren. Ja, was machen wir denn so lang? Ich würde sagen, wir verschieben mal an die Landesgrenze. Also Truppenlaster müssen wir dann selber fahren, oder was? Nein, Soldat Charlie, sicher nicht. Truppenlaster. Armee-Velo! Armee-Velo 93 von der Marke Condor mit Ledersattel, Alarmglocke, Alurahmen in vollendeter Handwerkskunst, hochstabil und leicht innen. Das muss man. Geil. Das ist aber ein Velo. Wir sind das zweite. Wie schwer sind Sie, Soldat Charlie? Nicht Ihr Ernst. Ach, kommen Sie, so eine kleine Verschiebung auf dem Gepäckträger ist doch romantisch. Ja? Da kommen Sie sich doch auch näher so als Soldaten. Vielleicht gibt es sogar einen kleinen Truppenzuwachs, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wissen Sie was? Mir kommt gerade in den Sinn, ich habe Senkfüße und ich bin Buddhistin. Ich bin raus. Schade. Soldat Charlie, lassen Sie wenigstens das Messer da, die sind abzählt. Boah, die hätte man brauchen können. Was?
Die ist viel zu neutral. Die soll zu der NATO. Wir hingegen, Soldat, verschieben jetzt an die Ostgrenze. Direkt in Thurgau. Andere Richtung, Soldat. So, schneller, schneller. Da kommt gerade ein Fax rein. Ui, du, das klingt jetzt sehr besorgniserregend. Die Tigermücke ist zurück. Darum gibt es in Basel jetzt Sprechstunden. Habt ihr das gesehen? Du, was mache ich, wenn jetzt mir so eine Tigermücke begegnet? Sollten Sie eine verdächtige schwarz-weiße Mücke sehen, können Sie diese über www.mücken-schweiz.ch melden. Hallo? Ich bin mir nicht sicher, aber ist das vielleicht ein Tigermuck, der hier vorbeigeflogen ist? Aber klar, ist eine verpasste Chance, eigentlich schon mal nur die Webadresse. Mücken-schweiz.ch, eigentlich schweiz-mücke.ch, würde viel mehr Sinn machen. Tatsächlich verbirgt sich hinter dieser Webadresse das Schweizer Mückennetzwerk. Tönt in einem Rotary-Club für blutzugende Insekten, ist aber laut der eigenen Webseite ein einheitliches, koordiniertes und integriertes nationales Überwachungsprogramm zur Bekämpfung exotischer Mücken in der Schweiz. Tönt mega, als würden dort nur Zivis arbeiten, ganz ehrlich. Wahrscheinlich so als Mucken-Stasi-Agenten, ja? Immer mit dem neuesten Antibrumm und der Ruhe Flügeltätschen ausgerüstet. Und die legen den ganzen Tag so Muckenfischen an. So ganz kleine Muckenfischen in so kleinen Kästchen. Würde ich auch mal gerne arbeiten. Wisst ihr, wie in dem Film, wie der geheissen? Richtig, das Summen der anderen, hat doch der geheissen, ja? Sally, ja? Ist gleich. So. So ein Aufwand für so ein kleines Insekt, aber halt auch wichtig. Das tödlichste und somit für den Menschen gefährlichste Tier ist wirklich immer noch der Stechmuck. Tigermuck zum Beispiel ist für die Verbreitung von gefährlichen Zika-Virus oder dem Dengue-Fieber verantwortlich. Rund 800'000 Menschen sterben weltweit an diesen Drecksviechern und mich beißt es auch schon die ganze Zeit, die ich jetzt davon erzähle. Trotzdem wird viel mehr Radau in der Schweiz um das Tier hier gemacht. Der Wolf treibt die Schweizer Bergtäler um. Der Wolf kehrt in immer mehr Kantone und Städte zurück. Bald wird es in der Zentralschweiz immer mehr Wölfe geben. Der Wolf ist zurück, ja? Und wir, vor 2 Jahren, haben wir bei uns 153 wild lebende Wölfe gezeichnet. Ein neuer Höchststand. Wolfsrudel findet sich im Waadtländer Jura, im Wallis, im Kanton Graubünden, Glarus und im Tessin. Und am 1. Mai ist auch ein Rudel im Zürcher Volkshaus anzutreffen. Gut, das sind nicht Wölfe, sondern Rotfüchse, ja? Und bei denen geht die Population von Jahr zu Jahr zurück, habe ich festgestellt. Die Anzahl Wölfe hingegen erhöht sich von Jahr zu Jahr. Bis ins Jahr 2025 gehen wir von rund 350 Wölfe in 50 Rudel aus, die in der Schweiz werden umeinanderziehen, quasi ein Halbkanton voll. Noch ein paar mehr von diesen Wölfen und die haben bald den Anspruch auf den Bundesratssitz. Ja? Aber ganz ehrlich, lieber ein Wolf im Aussendepartement als ein Tigermuck als Verteidigungsministerin. Das romantische Bild vom wilden Wolf, das durch unsere Wälder zieht, hat jedoch eine Kehrseite. Über 900 Nutztiere sind im letzten Erhebungsjahr vom Wolf gerissen worden. Anhand der Zeichen an der Kuh, dann aber auch von den Kampfspuren, die hinten dort angefangen haben. Also zuerst ein bisschen Blut, dann mehr, dann mehr, dann mehr, dann viel Blut und zuletzt Kuh. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass hier ein Kampf stattgefunden hat. Das wäre mal Krimistoff für das SRF. Blutig, aber mit maximalem Swissness-Faktor. Sympathisches Kommissarenduo und der Täter ein illegaler Einwanderer. Natürlich, perfekt. Vergessen die Wilder, das ist Wolfer, wo wir schauen wollen. Aber 900 Wolfriss im Jahr. Klar sorgen sich viele Kommentarschreiber um ihre Sicherheit. 900 Risse sind ein riesiges Food Waste. Ja? Ja, ist so schade. Ja, die Kuh wäre ich gerne selber gerissen in der Nacht. Weniger lustig hat das der Bündner Nationalrat Martin Gandinas gefunden. Im Moment ist der Wolf König. Er kann sich alles leisten. Der Wolf lernt das. Das Falsche, was man jetzt machen kann, ist das einfach zu akzeptieren, zuzuschauen. Sondern jetzt müssen wir handeln. Ja, wer hat die Kamera geführt? Den Wolf eventuell.
Aber jetzt ist klar, nicht nur um die CS-Banker steht es im Jahr 2023 schlecht, auch um die Schweizer Wölfe. Im Dezember hat das Parlament ein neues Jagdgesetz verabschiedet. Letzte Woche ist das Referendum dagegen gescheitert. Das heisst, es wird künftig möglich sein, Wölfe präventiv abzuschiessen, bevor sie irgendwelche Probleme machen. Präventiv abschiessen oder, wie es Basler Polizei nennt, Frauendemo. Aber was sonst machen mit dem Problemwolf? Gut, in Glarus ist man da weniger kompliziert, einfach überkarren den Keim. Ja, aber so. In den USA hingegen würde man einfach alle Schafe aufrüsten. Ja? Und hier in der Schweiz, ja, in der Schweiz ausschaffen. Wobei, das ist halt auch schwierig. Hm? Aber gäbe es eine Schöfli-Volkspartei, würden die das sicher durchsetzen wollen. Schöfli-Volkspartei mit ihrem Oberhaupt, Christoph Blöcker. Hm? Und dem Roger Böckel. Gut, das ist gleich. Gar nicht begeistert davon, von dem Präventivabschuss sind Befürworter von dem Referendum. Der Verein CH Wolf und sein Präsident Roberto Papst. Ja? Also Roberto ist der rechts. Ja? Also glaube ich zumindest, nicht ganz sicher. Roberto sagt: Ein Abschuss eines Wolfes macht nur dann Sinn und ist notwendig, wenn dieser gegenüber dem Menschen tatsächlich wiederholt und gezielt sehr aufdringlich oder sogar direkt aggressiv und damit gefährlich wird. Ja, aber kann der Wolf uns Menschen wirklich hier in der Schweiz gefährlich werden? Ja. Als ich etwa auf dieser Höhe war, wie jetzt, sehe ich da vorne bei der Kreuzung ein Tier über die Straße. Ich dachte, das ist der Wolf. Ich bin ihm nah, habe das Telefon aus dem Sack genommen, um ein Foto zu machen. Bin noch fast gegen die Wand gefahren. Lebensgefährlich, lebensgefährlich, der Wolf in der Schweiz. Aber trotzdem, wir Städter, wir können schon lachen. Wir wissen ja nicht, wie es ist, mit dem Wolf zusammenzuleben. Außer ich, aber ich bin auch Kindergärtner gesehen früher. Was muss man eigentlich machen, wenn ein Wolf plötzlich so aus dem Wald auftaucht? Zoologin Manuela von Arx erklärt es. Wie muss man sich verhalten? Also zuerst mal sollte man mal ruhig bleiben stehen und dem Tier genug Raum lassen, dass es sich selber zurückziehen kann. Wenn der Wolf den Menschen nicht bemerkt, dann sollte man sich aufmerksam machen, indem man laut redet oder klatscht, sich gross macht. Ja, und wenn das nicht hilft, reingehen und den Keib abwürgen. Oder was hängt dort hinter ihr an der Wand? Aber noch wirkungsvoll als Abschuss wäre laut dem Verein CH Wolf Herdenschutzhund. Aber von diesen Hunden gibt es einfach noch viel zu wenig. Das ist komisch, weil im Gegensatz zum Wolf sind Hunde so beliebt wie nie in der Schweiz. Die Schweiz ist ein Hundeparadies. Kein Wunder, wir Schweizer und Schweizerinnen haben einfach treue Freunde ohne eigene Meinung sehr, sehr gern. Wir haben ja sogar einen als Aussenminister. Sitz, gibst du schön Pfötli. Schön, ja? Brav. Aber auch mit den Hunden. Auch mit den Hunden gibt es Probleme. Im Gegensatz zum Wolf beißen die Hunde nämlich wirklich Kinder. In der Schweiz rund 13'000 Mal pro Jahr. Aber leider zwang hier der Herr, Kommentarspalte, wieder ein Stadt-Land-Problem. Ja? Da heisst nämlich, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Da hat man solche Probleme nicht, weil man mit und um Hunde aufwächst. Klar, auf dem Land weiss man noch, wie man mit Tieren zusammenlebt. Außer eben mit den Wölfen. Aber das ist halt etwas ganz anderes als ein Hund. Weil hier ein Vergleich, schaut euch das mal an. Ja, versucht jetzt mal selber herauszufinden, welches von diesen Tieren ist ein Wolf und welches ein Hund. Ich gebe noch ein paar Sekunden für die Städter unter euch. Ja, ja, ist natürlich viel zu einfach. Ihr natürlich sofort erkennt, dass links, wo wie ein Wolf aussieht, ist kein Wolf, sondern ein Goldschakal. Sieht man sofort. Aber man kann natürlich auch nicht 100% ausschließen, dass das rechts ein Wischmopp ist. Gut, fassen wir zusammen, wir haben alle keine Ahnung. Was machen wir also mit dem ganzen Wolf- und Hundeproblem? Ich habe eine Lösung. Achtung, da kommt es. Wehrpflicht für Hunde, das muss es sein. Ja, ich meine, überlegen mal. Jeder Hund, der nicht brav Sitz macht oder sogar als Kind bist, muss zur Strafe 4 Monate an der Front im hintersten Bündnerland der Schafsherde bewachen. Aber was weiß ich, fragen wir doch jemanden, der sich mit Wald, Wild, Wölfen und Abschüssen auskennt, ein Jäger. Aus dem Thurgau, bei uns im Folium, der Rudi Lotz. Herr Lotz, jawohl, Wölfe, Diggermucke, kein Problem für Sie. Was macht Ihnen denn Sorgen? Ja, also die einzige invasive Art, die uns im Thurgau auf dem Land wirklich Sorge macht, ist der Zürcher. Da sieht man es. Der Zürcher? Ja, steht schon in der Zeitung, im Blick ist gestanden. Achtung, Hilfe, die Zürcher kommen.
Das sind da die Zürcher, die Stadtzürcher, oder wie wir auf dem Land auch sagen, die Problemzürcher, die sich in der Stadt keine Wohnung mehr leisten und darum kommt er zu uns aufs Land wohnen. Aha, und das merkt man bei Ihnen im Wald, dass da bereits Zürcher kommen? Ja, ja, das merkst du gerade, das schmeckst du gerade. Also früher hat man so einen Problemzürcher nur ganz selten gesehen im Wald, wenn er mal kommt, go Bärlauch sammeln oder irgendwie Mountainbiken oder so. Aber heutzutage, also wirklich zack, hintergefühlt, jedem zweiten Gebüsch hockt so ein freischaffender Grafiker am Laptop und frisst es in einer Pokéball. Ist Wahnsinn. Mhm. Nein, aber irgendwann reißt das noch ein. Dann fangen sie irgendwie an, da im Wald irgendwie Slacklines aufzustellen oder fangen da mitten in der Nacht durchs Dorf durch zu crowdfunden oder irgendwann installieren sie noch auf meinem Hochsitz oben eine Pop-Up-Galerie und dann brauchen wir dann auch ein Reservationssystem, gell? Aber wo genau ist denn jetzt das Problem? Ja, das Problem, Stichwort Integration. Hallo, ich meine gerade der gemeine Stadtzürcher, der hat ja ganz andere Kulturen als wir. Wir haben es ja gesehen beim 6 Leute, wie die drauf sind. Oder dann auch da sonst der ganze Zürich ab ist die ganze Zeit. Da CS, ein Fondue-Tram, der Mario Fea. Mhm. Oder dann auch da andere, der durchgeknallte Religionsritus, was da immer haben in der Stadt unten, beim See unten, dort, wo so die dicke Frau so vorne steht und so hure mühsam drüber rumlätschen, dass da irgendwie ein spanischer Coiffeur irgendwie ein Löli ist und dann sind da die anderen in diesen Pinguin-Kostümen, wo da mit so Rosshaar über so Brennholz überzschädert und die anderen auch mit so Bängel über das Kalb von so toten Viechern, weißt du, und nachher kommt wieder die dicke Frau und hebt wieder im Zeug umeinander, weißt du, wie heisst es, ist ein hure Saumeis die ganze Zeit. Oper, ja. Richtig. Nein. Weil das ist doch birrenweich. Wie sollen wir im Thurgau bei uns jemanden integrieren, der allen Ernstes als die Existenz vom Fondue-Tram glaubt? Was? Ihr habt kein Fondue-Tram auf dem Land? Nein, auf dem Land haben wir kein Fondue-Tram. Wir essen unser Fondue immer im Auto, wie sich's gehört. Und jetzt Sie als Jäger, wie erkennen Sie, ob der Mensch von Ihnen im Wald ein Zürcher ist? Ja, das ist ganz einfach. Mit meinem Zürcherlockruf. Sitze ich auf dem Hochsitz, warte, bis einer durchhüschelt unten, nicht gesehen, und dann rufe ich von weitem her, rufe ich Kuckucku! Kuckucku, Kuckucku, Working Space! Kuckucku, Kuckucku, Working Space! Und zack, kannst du gerade an. Naja, oder manchmal dann rufe ich irgendeinen typischen Stadtsücher-Arschlochsatz oben ab und schaue, wie er reagiert. Weißt du, zum Beispiel, weißt du, ich auch nicht, eine richtige Carbonara hat im Fall gar keinen Rahmen drin. Oder irgendwie, in den 90er Jahren hat im Fall Street Parade noch eine richtig politische Komponente gehabt. Und wenn er dann nicht sagt, hebt den Latz durch ein Arschloch, dann weisst du, es ist ein Zürcher. So. Nein, wobei, muss ehrlich sagen, die meisten Zürcher tun wir mittlerweile gar nicht mehr schiessen, sondern die tun wir, nein, die tun wir Säufer einfangen und dann tun wir es irgendwo wieder auf dem Stadtgebiet auswildern. Wie fällt man denn einen Zürcher im Wald? Ja, ganz einfach. Du gehst in den Wald raus, stehst irgendeine Fallen auf, mitten im Wald, grabst irgendwo ein Loch, 4 Meter tief, 4 Meter Durchmesser, nimmst ein bisschen Laub, tust ein bisschen Laub auf das Loch und dann tust du neben das Loch ein riesiges Schild anstellen und dort drauf steht, heute Wohnungsbesichtigung, 4,5 Zimmer, 1200 Stutz inklusive. Ich sag dir, du hast innerhalb 5 Minuten 200 Zürcher in diesem Loch, garantiert. Also gut, 200 Zürcher und etwa 45 Cargo-Velos. Ja. Herr Lotz, merci für Ihren Besuch und Weidmanns Heil. So, von lauter Wölfe, Hunde und Zürcher mit Thurgau-Dialekt haben einen kompletten Überblick verloren, wer was, wenn jetzt darf parlamentarisch verordnet abgeschossen werden bei uns im Land. Und hier zum Schluss eine kleine Hilfestellung für euren Alltag. Halali, nach einem abgelehnten Referendum tritt bald das neue Jagdgesetz in Kraft. Aber die Verwirrung ist groß. Was darf man jetzt wann über den Haufen schießen? Hier die große, offizielle Deauville-Abschussliste. Wölfe dürfen sie jetzt abschießen, aber nur vom 1. September bis zum 31. Dezember. Bären dürfen sie im Notfall ebenfalls abschießen, aber ich würde lieber davonrennen. Küken dürfen sie abschießen, aber nur, wenn sie nicht in den Schredder passen. Katzen darf man nicht abschießen. Sollte man aber. Frauen darf man abschießen, vorausgesetzt man arbeitet bei der Basler Polizei. Für deine Sicherheit, für die Basel. Männer muss man nicht abschießen, das erledigen sie schon selber. Babys hingegen dürfen sie höchstens
anschließend abtreiben, aber nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche oder sobald ihnen ein Hitlerschnauz wächst. Atommüll sollte man nicht abschießen, aber gut verschließen. Zeugen Jehovas dürfen sie nicht abschießen, aber abwimmeln. Vereis. Banken darf man in der Schweiz nicht abschießen, aber zuschließen. Aber nur solange Karin dort kein Konto hat. Sagen Sie, ich habe selber ein Konto bei der Credit Suisse. Politiker hingegen bitte nicht abschießen. Lieber schön trinken. Österreicher dürfen sie in der Schweiz gerne abschießen, aber nur wenn sie durch die hohle Gasse kommen. Russen darf man abschießen, einfach nicht mit einer Schweizer Waffe. Das ist für uns sehr wichtig. Richtige Schweizer Fußballer dürfen sie nicht abschießen. Die sind anscheinend sehr selten. Zürcher dürfen sie nicht abschießen. Wobei, warum eigentlich nicht? So, mehr haben wir nicht. Das ist der Abschuss, der Abschluss. Das war es für diese Woche. Macht es gut und denkt daran, falls ihr einen Tigermuck seht, läutet schnell an unter der Nummer 7 7 7. Gute Nacht miteinander.